Das ist ja aber auch kompliziert. Heute kommt es ja der 2.3.23, also der 2. März 23. Wir haben ja einen Zaun, wie ganz viele hier in Branitz, Cottbus-Branitz, die komplett gegen die Brandenburger Bauordnung verstoßen und damit eine Aufhaltung der Region hier bewirken. Diese Zäune müssen ortsüblich sein. Dieser Zaun ist nicht ortsüblich. Dieser Zaun darf höchstens, wieder kommt ein Auto, 1,20 Meter hoch sein. Und muss sichtdurchlässig sein. Also, das ist alles dieser Zaun nicht. Wie ganz viele Zäune. Des Weiteren sind diese Zäune unten zu, weswegen die Igel, die irgendwo bei einem jemand aus dem Garten rauskommen, wo dieser Zaun nicht so scheiße ist, auf der Straße bleiben, nicht mehr zurückfinden und überfahren werden von irgendwelchen asozialen Arschlöchern. Die Verantwortung liegt hier in der Stadt Cottbus. Nehmen wir an, das ist Baudezernat, weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist, für die Durchsetzung der richtigen Zäune. Bitte dokumentiert ihr auch in euren Orten das, genau wie die asozialen Steingärten. Abonnieren, liken, teilen, wisst ihr ja. Sonstiges in der Infobox. Danke!